Hunde gelten gemeinhin als bester Freund des Menschen. Doch woran liegt das eigentlich genau? Hundetrainerin Marion Bartel erklärt, auf welcher Ebene wir kommunikativ zusammenfinden. Unter Menschen wird Kommunikation nämlich meist als verbal verstanden. Auch der Mensch spricht mit Körpersprache, ja? Und der Hund spricht auch mit Körpersprache. Eigentlich sind wir diejenigen, die den Unterschied machen, ja? Weil wir beschallen den Hund ständig verbal, ja? Und er ist halt so ein großartiges Tier, dass er einfach sich auf das einstellt und dann halt auch versteht, worum es geht. Die einfachste Form für den Hund, sich dem Menschen mittels Körpersprache mitzuteilen, geht über den Blickkontakt. Was kann der Hund damit ausdrücken? Wenn sie ihr Hund ansieht, dann braucht er meistens was. Entweder braucht er Schutz oder eine Antwort, was wir jetzt weitermachen. Auch wenn der Hund ein Riechtier ist, ja, trotzdem zuerst einmal ist der Blickkontakt. Das Riechen steht nämlich bei Hunden an vorderster Stelle. Circa 10% des Hundegehirns werden zur Verarbeitung von Gerüchen beansprucht. Bei Menschen sind es nur ungefähr 1%. Trotz verschiedener Wege der Wahrnehmung und Kommunikation haben Hund und Mensch zueinander gefunden. Doch wie ist das eigentlich passiert? Ja, 15.000 Jahre haben sie sich an uns gewöhnt scheinbar oder sogar länger. Sind genetisch hingezüchtet worden. Also es liegt schon im Hund selber drinnen, deswegen hat er sich uns angeschlossen oder irgendwie hat diese Partnerschaft heute halt einmal vor vielen tausenden Jahren begonnen. Und wir haben in den letzten 100, 150 Jahren sicher genetisch eine Menge dazu beigetragen, dass er uns dienlich ist. Auch wenn der Hund in seiner Entwicklung darauf abgerichtet wurde, dem Menschen zu dienen, muss der Mensch genauso viel investieren, um eine glückliche Beziehung zum Hund aufrechtzuerhalten. Herrchen, Frauchen, machen wir was gemeinsam, ja. Schon diese Einstellung hat der Hund, ja, und allein deshalb ist er schon total geeignet für uns. Auch die gemeinsame Beziehung durch Unternehmungen zu stärken, zählt zum Bereich der Kommunikation. Man erkennt, dass Kommunikation immer ein wechselseitiger Prozess ist und von beiden Parteien Arbeit abverlangt.